Vom Berliner Kiez ins weltberühmte Guggenheim-Museum nach New York, das ist für junge Künstler ein Traum. Und dieses Märchen wurde jetzt wahr für den jungen Künstler, den wir Ihnen vorstellen wollen, Christen Bach. Er lebt und arbeitet in Prenzlauer Berg, macht dort unter anderem Animationsfilme. Mit einem seiner Werke hat er beim Guggenheim-YouTube-Wettbewerb mitgemacht und gewonnen. 23.000 Künstler, die buhlten um diese Ehre, da dabei sein zu dürfen. Und der Däne aus Berlin, der hat es geschafft. Jetzt ist er bei uns, aber wir besuchen ihn erstmal zu Hause, dort, wo seine Kunst entsteht. Hohe Konzentration, Fantasie und technisches Know-how, das sind die Voraussetzungen, die einer wie Christen Bach braucht. Christen Bach, sein Markenzeichen der Wuschelbart, ist Videokünstler, der Computer sein Arbeitsplatz. Hier entstehen die wunderbarsten und skurrilsten Filme, hier wird experimentiert und das mit großem Erfolg. Von hier aus erobert Christen Bach die Welt. Once I was the king of Spain. Now I eat humble pie. Oh, my unspeakable wife, Queen Lisa. Now I eat humble pie. Im Oktober dieses Jahres lobte das New Yorker Guggenheim-Museum gemeinsam mit der Internet-Videoplattform YouTube einen Preis für die innovativsten Arbeiten aus. Von über 23.000 Einsendungen entschied sich die Jury für 25 Künstler, die sie einlud und deren Filme weltweit zu sehen waren. Christen Bach war einer von ihnen. Doch nicht nur der Videokunst hat der 32-Jährige sich verschrieben. In seinen zahlreichen schlaflosen Nächten malt er, oft witzig, oft düster, dabei immer hintergründig. Er selbst ist ein Ruheloser, umtriebig und voller Ideen. Seit 2 Jahren lebt Christen Bach jetzt in Berlin, für den Dänen die Stadt, in der er sich am besten künstlerisch verwirklichen kann. Ob am Computer, mit Pinsel, an der Gitarre als Sänger oder einfach nur als Ideensammler. Christen Bachs Kreativität hat schon was Geniales. Und weil Sie so viel machen und eigentlich nie Zeit haben, freuen wir uns ganz sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Das ist ja eine ganz schön verrückte Sache, wenn man sagt, ich lebe als Künstler und ich lebe in Berlin, dann malt man entweder oder man macht Performances. Sie machen irgendwie alles. Sind Sie so ein Rastloser? Oder? Ja, ich bin ein sehr rastloser Mensch. Und ich habe eigentlich ursprünglich habe ich in der Werbeindustrie gearbeitet und ich habe es wirklich gehasst, weil da arbeitet man nur mit Geld und Image. Und ich wollte, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auf alle möglichen Sachen sehr, sehr, sehr neugierig. Durch meinen Umzug aus Kopenhagen nach Berlin ist den ganzen Welt irgendwie so ein kleiner Spielplatz geworden. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Sehr schön. Warum lässt sich das in Berlin so gut spielen für Künstler? Immer mehr und mehr Künstler kommen nach Berlin und sagen, hier ist es, hier muss ich sein, hier kann ich gut sein. Warum? Erstmal ist es billig, hier zu wohnen und zu leben. Und zweitmal gibt es mehr und mehr hier eine Szene. Ich meine, seit den 70ern gibt es ja eigentlich so eine sehr berühmte Kunstszene hier mit Künstlern wie David Bowie und Nick Cave und sowas. Und jetzt hat jeder die Möglichkeit, durch billige Flugreisen und billige Preise her. Ja. Und ich bin hergekommen, weil ja, es ist billig und ich arbeite immer noch, ich arbeite halb mit Kunst und halb kommerziell. Mhm. Und das heißt, dass ich habe immer noch ganz viele Aufträge in Dänemark und Schweden und sowas. Und dann kommt man von Berlin auch immer ganz gut dahin, wo man hin muss. Der größte Luxus für Sie wäre doch eigentlich, wenn Sie komplett nur die Kunst machen könnten. Ja. Diesen Wettbewerb, den Sie mitgemacht haben, diesen YouTube-Guggenheim-Wettbewerb, hat der Sie ein Stück weiter dahin gebracht, dass Sie sich vorstellen können, irgendwann vollkommen als Künstler zu sein? Oh, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es ist ja vor ein paar Monaten passiert. Mhm. Und jetzt gerade passiert ganz viele Sachen und es gibt ganz viel Aufmerksamkeit auf meine Person. Ja. Und ich bin natürlich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, aber es ist auch sehr schwierig zu raten, wie es in der Zukunft aussieht. Aber ich habe jetzt gerade so ein paar sehr, sehr schöne Angebote, aber
Mal schauen, was es nicht drüber reden, sonst bringt das Unglück. Ja. Ne? Dieser Wettbewerb war so, da wurde zu aufgerufen, dass man Videofilme produziert, die dann in die Plattform stellt. Dann gab es eine Jury, die hat aus 23.025 ausgesucht, weltweit. Wie war das, als die eine Mail geschickt haben oder angerufen haben und gesagt haben, lieber Christen, du bist dabei, komm, hier sind die Tickets, wir fliegen nach New York. Die haben ja erstmal ein, dein Video ist zwischen die letzte 125, jetzt kommt der Jury und wird dann sagen, welche 20 letzte es wird. Letztendlich wurde es 25. Und ich habe mich natürlich total gefreut, aber ich habe mir auch gedacht, okay, es ist immer noch 125. Deswegen, ich war glücklich, aber ich war nur glücklich in diesen 125 Auswahl. Und dann, als sie mir angerufen haben und gesagt, sie sind bei die letzte 25, war ich habe ganz laut geschrien eigentlich. Und es kam dann ganz dick in New York. Im Gepäck war der Film, den wir uns jetzt angucken. Und man ist nicht einfach so Touristenklasse geflogen, sondern alles ganz luxuriös. Es war alles wie ein Märchen. Und dieser Film, der hat's möglich gemacht. Hey. Was machst du hier? Ich hab dich vermisst. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht bei der Arbeit besuchen. Aber ich... Wart mal kurz. Sorry. Tut mir leid. Why didn't you call me? Warum hast du mich nicht angerufen? I don't love you. Ich liebe dich nicht mehr. It's a lie. Das ist eine Lüge. Sorry. Tut mir leid. I can't live. Ich kann ohne dich nicht leben und ich werde auch nicht. Fuck. Das letzte haben wir dann nicht übersetzt. Geht's um Liebe? Geht's um Tierschutz? Wie haben wir das zu verstehen? Es ist sehr individuell, glaube ich. Ganz viele Leute hat mir zugeschrieben und mir vorgeworfen, dass mein Video geht um überhaupt nichts und dass es nur Blödsinn ist. Aber für mich, es geht eigentlich um ein Ende einer Beziehung und die Rollen, die Leute dadurch finden. Es gibt immer der das Schluss macht, hat immer diesen starke, beschlossene... Das ist der Bär. Ja, ich habe jetzt diese Entscheidung gemacht und dann gibt es diesen anderen, der einfach nur an diesen Beziehungen festhalten will. Ja. Und darum geht es eigentlich. Ja. Das ist eine Geschichte von das wirkliche Leben. So ist richtig. So soll es ja auch sein. Dann kann man es nachvollziehen. Jetzt waren Sie in New York und dann waren diese 24 anderen auch noch da. Sie hatten da einen Chauffeur, Sie haben First-Class-Hotel gewohnt. Wie kommt man sich vor als der junge Künstler aus Berlin, der da plötzlich so gehypt wird, so ganz hochgeschossen wird? Ja, ich fand diesen Hype sehr, sehr, ich fand es erstmal sehr lustig, aber es war auch so ein bisschen komisch, weil ich hatte ein Gespräch und jemand hat mir gefragt, wie ist es, ein von die 25 beste Videokünstlern der Welt zu sein? Und ich war so, aber ich bin überhaupt nicht ein von die 25 beste Videokünstlern, weil alles war irgendwie so absurd. Ich war da mit 25 anderen Leuten und es war eigentlich wie in die Mitte von einem Orkan zu stehen. Okay. Das alles hat sich um uns herum gedreht und gedreht und es hat immer etwas passiert. Und wir standen einfach da in der Mitte und haben nur so mitgemacht irgendwie. Dann guckt man sich immer selber an und denkt, das gibt's gar nicht. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass dieses Karussell sich noch ganz schnell dreht und dass auch jetzt wieder irgendjemand auf der Welt sie entdeckt hat. Und dann habe ich einen weltberühmten Künstler mal auf der Bank bei mir gehabt. Das wäre doch super. Ja, das finde ich Picasso auch. Picasso der Neuzeit oder so. Danke für Ihren Besuch. Danke.